Wir haben heute Mario Odyssey Hide and Seek gespielt und das war zu krass. Schaut es euch am besten selber an. Let's go! So, die erste Runde Hide and Seek spielen wir im Cityland. Ja, und ich würde sagen, ich bin 1, Let's Mealy ist 2 und Innovator ist 3. Dann fragen wir einmal Siri. Das ist die 2, Let's Mealy sucht. Ach, Digga! Du hast, das ist doch gescriptet. Das ist doch gescriptet. Okay. Dann würde ich sagen, ab in die Odyssey mit dir vor 2 Minuten und dann gehen wir uns verstecken. Let's go, bye bye. Es kann, ja, ihr müsst noch den Mode umstellen. Achso, stimmt. Es kann ab und zu Crashes oder Freezes kommen. Das liegt einfach daran, dass unsere Switch 2 einfach nicht so krass ist. Ja, bei mir, es kann sein, dass bei mir richtig Kack-Quali manchmal kommt. Das ist einfach, weil ich sonst nicht genug FPS bekomme. So, Leute, also ich probiere auch die POV von euch beiden immer relativ regelmäßig einzublenden, dass das hier auch alles passt. Und dann... Okay, Stoppuhr, der Timer geht ab jetzt. Wie viele Minuten? Du kannst eigentlich 1,5, das reicht sogar. 1,5, weil wir sind schon, weil wir sind schon losgegangen. Nächste Runde machen wir 2. Also ich habe so einen Müllversteck, Leute, wirklich. Ich habe so einen Müllversteck. Ey, Innovator. Checkpoint Heliport Enjoyer. Let's go, was geht bei dir? Ja. Bist du ab in die Stromleitung. Aufs Rathaus, let's go. Der Rathaus Enjoyer. Der ist ja hier in einem Baum oder so drin. Nein, ich bin kein Baum. Warte, Let's Mealy, hast du eigentlich die anderen gemutet? Wie meinst du gemutet? Nein, muss er nicht. Muss er nicht. Wir labern einfach irgendwas. Ich kann ihn ja auch einfach kommen. Geh da hoch, du dummer Bauarbeiter. Ich sehe dich. Ich sehe dein juicy fat ass da beim Hochkrabbeln gerade. Innovator. Ja. Sub-Areas sind erlaubt. Also nochmal kurz die Erklärung, denn alle Sub-Areas sind erlaubt, alles ist hier erlaubt im Cityland. Im Cityland darf man überall hin. Und mein Versteck ist so ein Bombo-Müll-Versteck. Und ja, Let's Mealy hört das nicht, ich muss sagen. Ey, Innovator, du hörst mich ja. Wer war in der Mülltonne auf dem Balken? Leudinius, ich komm jetzt. Junge Leute, was ist das für eine schöne Aussicht hier? Sorry, das ist so lag gerade. Jetzt soll's besser laufen. Ist halt das Cityland. Ich entschuldige mich sehr, dass es dort laggen sollte. Ah, oh. Sehen, er läuft gerade zur Stromleitung. Oh ja, Stromleitung. Stromleitung Enjoyer. Ey, Mealy. Ja? Du, nicht während du suchst, nur während du in der Odyssey bist, uns muten. Warum? Weil das dumm ist, hä? Dann können wir ja gar nicht hören, was du sagst. Ja, das ist ja langweilig sonst. Du sollst dich nur muten, wenn du in der Odyssey bist, dass du nicht hörst. Ja, ich glaube, ich verstecke mich jetzt da oben oder so. Nur das? Ja. Ach so. Ja, verstehen jetzt? Oh, Stampfattacken. Oh, Mealy. Bist du am Planen enjoyen gerade, oder? Also, Leute, ich hab schon ein Gefühl, wo sie sein kann. Oh, Let's Mealy. Der Heliport ist schön, oder? Der Heliport ist richtig schön. Ich weiß. Nein. Ich hab schon ein Gefühl, wo einer sein könnte. Hey, Mealy, wie ist es da so in der Stromleitung im Rathaus? Ist schön, oder? Du Cheese. Nein! Der Lag ist real. Ich hab was gesehen, aber ich sag nichts. Ich sag gar nichts. Oh, jetzt bin ich drin. Oh, Mealy. Mealy, der Stromleitungen-Enjoyer, was geht, Brudi? Ich wusste es, dass es eine schlechte Idee war, direkt im Cityland zu starten. Ja, danach hören wir auf. Aber das ist halt das lustigste Land. Oh, Mealy, machst du den Rolling-Rolling-Move? They see me rolling, oder? Über die Straße. Warum hab ich irgendwie das Gefühl, dass, obwohl es nicht erlaubt ist, hier drin jemand chillt? Oh, ich hab fucking Stampfattacke gespürt von Let's Mealy, weil er ganz vorne war, Bro. Let's Mealy, ich kann jetzt einen Tipp geben. Wir nehmen seit 11 Minuten auf. Ich bin nicht mal ansatzweise in deiner Nähe. Wie machen wir mit oder ohne Tipps? Schon mit Tipps, aber halt ab und also, zu. Also, da ich jetzt so lange gebraucht habe, würde ich meinen ersten Tipp. Ich nehme 12 Minuten auf. Also, Yoshi, bist du in einer Sub-Area oder nicht? Nope. Innovator, bist du in einer Sub-Area? Yo. Oh, fuck, ja. Sub-Area, Mann. So, Let's Mealy, ich bin jetzt ehrenvoll, ich wechsle das Versteck für dich, weil du wirst es, glaube ich, nie finden. Weil Let's Mealy hat schon mal an meinem Pupu schnüffeln können vorhin. Ja, an seinem Pupu. Er hat an meinem Pupu schnüffeln können, ja. Aber nachdem der Typ zu blöd ist dafür, da nachzugucken, weil ich glaube, der diese Area gar nicht kennt. Also, keine Sub-Area, aber er kennt, glaube ich, diesen Spot gar nicht. Warum habe ich das Gefühl, dass wir... Oh, fuck, ich bin auf die Straße gefallen. Oh. Ja! Danke, ich höre ihn. Ich bin direkt hinter dir. Ich weiß. Hau ab, du Sau. Hau ab, du Strudel. Ich mag ab. Hau ab, du Strudel, Bro. Hau ab, du Strudel. Boah, ich hab dich verloren. Wo bist du hier? Ja.
Opfer, Mann, wirklich. Hau ab, du Strudel. Ich brauch jetzt ein Versteck. Glitch, Versteck ist in der Nähe. Oh, da rollt er mich gegen. Hau ab, Junge. Hau ab, du Nudel. Ich mag Apfelstrudel. Hau ab, du Sau. Du ekelhafte Sau. Warum machst du das? Oh, das ist eine spannende Verfolgungsjagd. Es wird gleich wieder freezen. Ich nur, wenn die ganze Zeit rumschreien. Power, 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 während ich hier meine Eier ziehe. Eine Freeze-Verfolgung. Ich hab ihn verloren. Ja. Ich hab ihn verloren. Mein Versteck war doch nicht schlecht. Ich bin mich noch nirgends versteckt, Bro. Ich hau grad ab vor dir. Bist du bescheuert? Wie soll ich jetzt in die Sub-Area gekommen sein? Bist du dumm oder bist du dumm? Ich chill meine Eier. Ich auch. Also, das Mili, ich kann dir jetzt sagen, jetzt Sub-Area. Ja, wir sind jetzt beide in der Sub-Area. Ich chill meine Base-Mini. Innovator, eine Frage. Bist du mit deinem Bauarbeiter-Outfit in die Spezial-Sub-Area für Bauarbeiter? Nein. Das darf man nicht. Diese solche Spezial-Areas sind nicht erlaubt. Also ich bin wieder versteckt jetzt. Ja, das ist so ein Bombo-Mili-Versteck. So, ich kann euch mal sagen, Sub-Area A1. Was bedeutet A1? Ich sag Sub-Area in so, der Mitte. Ach so, das sind die Quads. Meine Sub-Area ist in der Mitte von C und D. C und, C und D2. Mili, A1, es gibt nur eine Sub-Area da, aber wo bin ich da drin halt? Digga, A1 ist dieses fucking Gemälde. Nein, ist es nicht. Let's Mili kann keine Himmelsrichtung hin, er kann keine Koordinaten. Was kann der überhaupt, Digga? Dort oben links, A1. Ja, das ist die Rakete, du Depp. Wie kommt man denn zu dir? Oh, ich bin runtergefallen. Ja, Let's Mili, ich würde sagen, wir sind jetzt in einem Team. Gegen Innovator. Ich habe irgendwie eine Vermutung, wo Innovator sein könnte, Leute. Du hast gesagt, du bist zwischen, wo war das? Sag mal die Codes nochmal. C und D, direkt auf der Linie. Zwischen C und D, direkt auf der Linie. C und D was? 2. C und D 2 direkt auf... Der Bro ist in dem Haus reingeglitscht. Wenn du dich in das Haus reingeglitscht hast, ich schwöre, ich komme zu dir heim. Und frisst ihn auf. Bro, hast du dich in das Haus geglitscht? Ich muss mich halt irgendwann... Ja, nein! Nein! Mein Spiel ist gefreezed! Du, wo warst du? Warst du im Shop? Ich war in der Carrera-Bahn. Hinter der Nobest. Zählt das eigentlich als ein Sieg, wenn sein Game gecrashed ist? Ich würde sagen, wir gehen jetzt dann in ein anderes Kingdom. Und ich habe gewonnen. So, zweite Runde suchen wir im Wüstenland. Ja, ich würde sagen, ich und Innovator können nur noch suchen, weil Mili gerade eben schon gesucht hat. In der letzten Runde kann dann nur noch einer suchen. So, Zufallszahl zwischen 1 und 2. Das ist die 1, also ich, bye bye, Leute. Dann gehe ich in die Odyssey und dann sehen wir uns nach 2 Minuten wieder. Ich mute mich und ich stumme euch. Also ich bin jetzt schon versteckt. Leoshi, du musst noch... Warte, hört Leoshi uns? Na gut, das wird jetzt eine langweilige Stelle, wo ich versteckt bin, deswegen cut ich dein wenig raus von da. So, Leute, ich komme. Du musst dich auf Suche einstellen. Ja, das mache ich jetzt. So, Leute, es geht los, Friendos. Ich bin auf dem Weg, meine Brees. So. Ja, du bist schon am Rumrollen. Ich sehe dich. Ja, ich weiß schon. Ich sehe dich, Leoshi. Leoshi am Rumrollen durch die Stadt, ne? Ja, du bist das ist richtig, Rundroll. Das ist richtig hübsch. Richtig anziehend findet ihr das. Ich weiß, dass ihr darauf steht. Jetzt sehe ich den Typ nicht mehr. Ich weiß, dass ihr da... Was? Jetzt sehe ich den Typ nicht mehr. Okay, dann habe ich jetzt schon mal direkt eine Ahnung, wo er sein könnte. Ich hab dich auch verloren. So, Leute, das ist doch dann schon mal ein Fuck. Schon mal ein... Oh, fuck! Ich höre die ganze Zeit nur irgendwas, jemanden Schaden nehmen. Wenn ihr mich seht, dann seid ihr entweder... Okay, ich habe schon eine komplette Idee, wo ich hingehe. Da porte ich mich einmal ganz kurz auf den Turm, dass ich davon... Beim Tortellini-Turm! So. Das ist doch egal. Oh, Mario. Mario. Ich hab 2 Vermutungen, wo jemand sein könnte, wenn ihr mich Vielleicht seht. Hat Mario 2 seinen Namen geändert. Ja, safe. So, also... Nein! Niemand ist in der Kiste. Okay, ich hätte schwören können, dass da jemand ist. Warte, mal. Bei wie vielen Minuten geben wir eigentlich den ersten Tipp? Bei so 2 oder so. Bei 3. Wir sind schon bei 3 Minuten. Nee, aber ja, noch keine richtigen 3 Minuten, weil euer Timer halt einfach nicht resettet ist. So, bei. Also hier könnten. Ich höre die ganze Zeit, meine Controller vibriert. Jemand macht Stampfattacken. Ich mach grad Stampfattacken. Also es zählt es nicht nur in der Nähe, sondern es ist egal, wie weit man weg ist. Man spürt die Stampfattacken.
Also einer von euch ist hundertprozentig in der Pyramide oder bei der Pyramide, wenn ihr mich sehen könnt. Das muss bei der Pyramide sein. Oder also halt, ich sehe dich schon lange nicht mehr. Oder ich mache den Hinovatom. Oder jemand hat den Leoshi-Modus gemacht. Aber ich gucke erstmal bei der Pyramide nach. Ich habe jemanden Schaden nehmen gehört. Habe ich auch. War das Wasim? Was, Hinovator? Ja, es war wahrscheinlich der andere, ja. Ist jemand im Pyramideneingang? Nein. Okay, niemand ist im Pyramideneingang. Das ist schon mal gut. Okay. Wenn ihr mich seht, ihr müsst ja irgendwo... Wasim spielt einfach eine Solo-Runde Hide and Seek. So, ihr müsst ja irgendwo mit bisschen Überblick sein. Ich würde sagen, es ist Zeit für den ersten Tipp. Sub-Area oder nicht Sub-Area? Nicht Sub-Area. Nicht Sub-Area. Im Wüstenland suchen bockt. Oh, shit. Wasim, kann der mal aufhören, Schaden zu kriegen? Ignorier den doch einfach. Ich habe gerade eh nichts gehört. So. Wenn ihr mich seht, wenn jemand auf der fliegenden Pyramide ist, ich werde euch schlagen, wirklich. Hier könnte noch jemand. Jaxi Sub-Area? Nee, dann ist hier jemand. Bei den Moais. In den Kakteen muss ich auch nachschauen. Das ist halt auch dumm. Da kann dann auch jemand drin chillen. Bei den Moais, als ob da keiner ist. Ihr müsst ja irgendwo sein mit Überblick. Das kann ja im Kaktus nicht sein. Ich habe nicht gerade sehr viel Überblick. Wenn Hinovator mich durch die Stadt laufen sehen hat, muss der irgendwo sein. Irgendwo in der Nähe der Stadt vielleicht. So, Leute, ich habe mir ein neues Versteck gesucht. Ich bin jetzt bei D1 bei diesem Felsvorsprung. Und ich glaube, mich findet hier keiner, also hoffe ich mal. Wenn jemand in die Odyssey geglitscht ist, wird der ist direkt... Nein, Hinovator ist nicht hinter der Odyssey, okay. Oh, Hinovator hat... Wenn ihr in keiner Sub-Area seid, also könnt ihr auch nicht im Shop oder so sein, weil das zählt ja alles als Sub-Area. Alles ein anderer Bereich. So, ihr seid irgendwo hier. Da ist eine Röhre, aber halt keine Sub-Area. Ihr müsst mich ja von irgendwo durch die Stadt laufen sehen. Das verwirrt mich gerade krank. Ja, ich sehe dich jetzt nicht mehr. Du bist zu weit in die Stadt rein. Ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe dich in der Stromleitung. Okay, ihr müsst also, Hinovator, siehst du mich? Nö, ich habe ein neues Versteck gesucht. Ich sehe gar nichts mehr. Das kann nur irgendwo am Rand der... Oh. Ne, ich glaube, ich weiß, wo er ist. Ne, in den Kaktus... Aber die Kakteen, die sehe ich, wenn ich... So hat er. Suchst du noch nach mir? Ich such nach jemandem. Oh, ich höre ein Mario rumspringen. Was geht, Bruder? Hallo! Nein! Marios Jumpscare, Digga. Ich hab... Mann! Ich bin fast gestorben. Kann es sein, dass du gerade in der Todesanimation gefreezt bist? Ja, dann weiß ich jetzt übrigens auch, wo Emily ist. Bei dem ist, glaube ich, Essa, so wie ich gehört habe. Also, ich gehe erst fressen, wenn ich die Runde fertig habe. Okay, ja, dann machen wir nach der Runde kurz Pause und nehmen die andere auf. Dann machen wir es halt in drei Aufnahmenteile, okay. Let's Emily, ich habe Hinovator, by the way. Dann weiß ich nämlich auch, wo du bist. Hinovator wechseln. Okay, Leute, also, ich bin wieder da. Ich hatte kurz Unterbrechung. Da ist er doch, die Sau! Im Odyssey-Ballon! Nein! Er macht einen David-Move, Digga. An der Stelle würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Kingdom wieder. Die dritte und letzte Runde machen wir im Seeland. Und ich würde sagen, Hinovator muss suchen, weil er hat noch nicht gesucht. Ab in die Odyssey für 2 Minuten mit dir. Und dann sind ich und Letzmili auch schon auf dem Weg. Bye-bye! Ich habe for real keinen Plan, wo ich hingehe. Weil im Seeland habe ich halt so wirklich null Ahnung. Mili, bei dir auch, oder? Hinovator hört uns! Er hat sich gemutet, aber nicht komplett gemutet. Er kann uns noch hören. So, Leute, ich bin gemutet und ich würde sagen, wir warten dann einfach in der Odyssee, bis die anderen einfach schreiben. Nein, nein, Mili, nein. So. Ich hasse es, mein Mikro hat wieder nicht funktioniert. Also ich... was für Leute? Also Leute, ich ändere doch meine Stelle, das ist dumm für die letzte Runde. Warum machen wir eigentlich nicht noch Forstland dann? So. Ich hasse es, mein Mikro hat wieder nicht funktioniert. Perfekt, also jetzt hast du die Löschi-Probleme. Was für Löschi? Also Leute, ich ändere doch meine Stelle, das ist dumm für die letzte Runde. So, ich habe mein Versteck. Leute, ich denke, einige von euch werden dieses Versteck bereits kennen. Von entweder von mir oder von Webby, Vic, David, irgend sowas. So, von ich habe ein gutes Versteck. Also Leute... Ihr seht gerade selbst, wo ich hingehe. Baba Boy. Nein, mein Game ist wieder gefreezed. Nein, oder? Digga. Nein. So, warte. Oh, Hinovator kommt.
So, ich glaube Mili, nicht. Sein Spiel ist gefreezed und ich muss Leoshi suchen. Ja, dann musst du warten, bis Mili wieder kommt, weil der versteckt sich, sobald er reinjoint, versteckt er sich neu. Okay, dann gehe ich nochmal in die Odyssey, Mann. Na, dann geh doch nicht in die Odyssey. Such doch mich so lange schon mal. Und komm dann einfach wieder zur Odyssey, wenn er wieder da ist. Okay. Ich habe schon so eine Vermutung, wo du bist. Und die wäre? Dein Popoloch. Das ist schön. Ja, es ist sehr ruhig bei mir. Das kann ich dir schon mal sagen. Es ist sehr ruhig. Sub-Area sind erlaubt, gell? Sub-Area sind erlaubt. Und nach 3 Minuten gibt's einen Tipp. Okay, bei mir ist der Timer gefreezed, aber egal. Weil du Sucher bist, da ist kein Timer. 3 Minuten, ja, passt. Also in 1 Minute. Ich komme! So. Nicht dein fucking Ernst, Alter. Nein. Hat er nicht gemacht, Alter. Der ist wieder da runtergegangen, der Vogel. Hau ab, Junge. Komm her. Ich hole dich. Bist du ein Cheat-Cheat? Bin zu faul, um mir eine 9 zu holen. Ich glaube, das ist so eine intense Feuerschlacht. Genau. Save. Feuerschlacht. Nein, ich bin ertrunken. Vogeli. Opfer. Ich habe irgendjemanden Longjumps machen gehört. Wo bist du? Wenn ich fragen dürfte, wo bist du? Ich habe mir gerade einen Cheat-Tip. Was tust du mit dem? Sachen. Sind 3 Minuten schon rum? Ja. Ich weiß ja sowieso, wo du bist. Ja, wo bin ich denn? Oder hast du ein neues Versteck gesucht? Ich höre einen Cheat-Tip irgendwo. Ganz in der Distanz. Mili ist back. Bist du? Oh, Mili ist wieder drin, ja. Hinovator hat mich gerade nicht gefunden, aber fast. Wo ist Hinovator? Ich höre einen Cheep-Cheep irgendwo, aber wo halt? Während mein Game gestartet hatte, blende ich einfach eure Aufnahme ein, was passiert ist. Ja, wo ist hier die Frage? Kann es sein, dass du runterschwimmst wieder? Nee. Heißt ja, dass du da rausgegangen bist. Keine Ahnung. Also ich bin hier fett am Chillen gerade. Und du so? So, ich hab kurz geredet am Anfang und ich hab Stickdrift anscheinend. Also das ist so schön. Ich kann mich gleich verstecken. Okay, jetzt sollte passen. Also hinterm Zelt bist du wohl nicht mehr. Ich hab das beste Versteck. Genau, kann sein, dass ich da nicht mehr bin. Wenn du da gerade bist, dann ist dir aufgefallen, dass ich da nicht mehr bin, ja? Wenn er das schon sagt. Es ist tatsächlich gut. Sogar in der Aufnahme ist es gut. Also ich bin am Chillen und ihr so? Boah, ich auch. Ich bin krank am Chillen und jetzt Mili, der wird glaube ich gleich gefunden. Nein, ich bin tatsächlich auch krank am Chillen. Also, ja Leute, also ich bin auch krank am Chillen mit den anderen. Mit den anderen erst bei irgendwelchen NPCs. Ich sehe Hinovator! Das ist doch schön. Das ist doch schön, wenn er bei dir ist. Also ich amüsiere mich gerade sehr. Das ist sehr Hinovator. Schön. Oh, Hinovator, du bist wirklich sehr nah. Das ist sehr schön bei mir gerade, wirklich. Wenn du wieder im Ballon drin bist, ich werde deine Familie finden und sie kuscheln. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Ah, fuck, ich bin nicht mit Hinovator im Team, fuck. Nee, du bist bei mir im Team. Jetzt bin ich bei dir, ich hatte nur... Das war ein Visual Bug bei mir. Ich habe Hinovators Mütze kurz gesehen. Hinovator, willst du jetzt einen Tipp? Warte, ich will noch einmal gucken, ob ich jetzt Mili irgendwo sehe. Ich gebe dir jetzt einen Tipp. Keine Sub-Area und ich bin bei so B1. Moin, Hinovator, was geht? Du siehst ihn, oder? Ich seh ihn, ja. Das ist aber sehr erotisch. Jetzt Mili wurde gefangen, oder? Nein! Das Video wurde gefangen, oder? Ich find's nur so witzig, wie er die ganze Zeit an mir vorbeiläuft. Ja, also ich muss sagen, wirklich, Hinovator, ich liebe dich, dass du Let's Mili gerade suchen gehst und gerade auf mich scheißt. Das finde ich sehr gut von dir. Und es ist sehr, sehr amüsant und sehr schön bei mir in meinem Versteck. Also er verkackt tatsächlich mies bei mir. Hinovator ist mies am Verkacken. Digga. Moin, Hinovator, was geht? Du siehst den die ganze Zeit, oder? Kann das sein? Ja, ich sehe ihn. Ja, for real. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr, weil er runtergefallen ist. Ja, Hinovator, der hat... Der weiß, wo du bist. Ja, der weiß, wo du bist.
Oh, moin, Innovator. Er sieht sich schon wieder. Er ist die ganze Zeit bei ihm hier. Also, wie gesagt, ich amüsiere mich brillant hier unten. Oh, wo ist der Arsch? Er ist gefährlich nah von mir. Aber er ist halt... Er ist zu blöd, dich zu finden. Also. Ja, er läuft die ganze Zeit vorbei. Ist er schon wieder mal weggelaufen? Ich bin jetzt zum ersten Mal Sucher. Hör auf. Digga! Ah, seine Mütze ist gespawnt. Seine Mütze ist plötzlich gespawnt. Also ich amüsiere mich immer noch, es ist sehr witzig bei mir. Ich amüsiere mich auch gerade sehr. Innovator hat wohl nur noch einen HP. Ich habe sogar einen Freund bei mir. Wer? Toad? Ja, es ist Toad. Aber wo ist der Arsch? Bin ich auf der richtigen Ebene? Du bist direkt in der Nähe von mir. Ja, du bist auf der richtigen Ebene. Einen Meter neben dir. Nein! Er hat mich! Aber das hat lange gedauert. Ihr scheiß Opfer mich noch finden. Innovator, das hat aber lange gedauert. Also ich habe hier auf jeden Fall noch einen Freund bei mir. Also ich bin nicht alleine. Captain schön. Toad. Es ist Captain schön kuschelig Toad. Bei mir, muss ich sagen. Warte, ich sterbe. Du bist dort unter Wasser im Loch bei Captain Toad. Es ist sehr schön kuschelig bei mir. Das ist wirklich. Er hat keine Antwort gegeben. Innovator, du hast sehr lange gebraucht, um mich zu finden, ehrlich. Sei leise. Ich habe halt nicht gesehen, dass da der Hut noch draußen gegangen hat. Wartest du oben? Halt, gehst du unten und ich gehe oben. Ich warte oben beim Eingang. Ich kapere einen Cheep und dann fahre ich nach unten. Vorm Loch, gell? Die Röhre raus. Vorm Loch, gell? Hoffentlich crasht mein Game nicht. Warum? Ja, weil das letzte Mal, wo ich hier runter wollte, weil ich mich hier unten verstecken wollte, ist es gecrashed. Leoshi ist verreckt. Du bist verreckt. Nein, ich bin nicht verreckt. Ich habe nur versehentlich das Team gewechselt. Okay, er ist nicht dort unten. Bist du an einem schwierigen Ort? Hast du uns gesehen? Aber es ist offensichtlich as fuck. Und diese Runde ist so geil. Ich hab den Krankeste versteckt. Ist es unter Wasser oder nein, ist es Kuppel, an Kuppel, an einer Kuppel, in einer Kuppel. In einer. Hau ab, du Sau! Du dummes, der ist in der Kuppel. Du dummes Rittervieh! Hau ab, Junge! Keiner mag dich. Geh weg, ich hab Angst vor dir. Geh weg, du Hund, ich mag Apfelstrudel. Warum, du Hund? Er schwimmt hoch. Oh fuck, ich bin hängen geblieben. Komm doch her zu mir. Nein! Ja! Wir sind einfach Innovator. Das waren jetzt drei sehr witzige Runden. Mario Odyssey, Hide and Seek. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Schaut natürlich bei Wacher Innovator und bei Les Mili vorbei. Und ja, das Video war sehr aufwendig zu schneiden. Also ich würde mich sehr über jeglichen Support von euch freuen. Ciao.